Geschichten aus dem Abi. Fahrlässige Handlung. Es gibt zwei Versionen von dieser folgenden Geschichte. Bei beiden war ich im Biologieunterricht und bei beiden haben wir Zwiebeln mit gewöhnlichen Küchenmessern seziert. In der einen Geschichte bin ich aus Versehen beim Schneiden der Zwiebel ausgerutscht und habe mir sehr tief in die Hand geschnitten. In der anderen Geschichte haben ein Kollege und ich mit den Messern gespielt und er hat mir aus Versehen meine halbe Hand aufgeschnitten. Was ist wohl wahr? Ihr habt es in der Hand. Ja gut, ich würde kein Video darüber machen, wenn es Version 1 wäre. Als ich mit meiner Klasse im Biologieunterricht saß und mein Lehrer während der Pause in das Lehrerzimmer ging, gingen ein Kollege und ich nach vorne und schauten uns die Messer, die Zwiebeln und das Mikroskop an. Er nahm ein Messer in die Hand und tat ein auf Ninja. Ich aus Spaß machte Zeitlupenbewegung, als ob ich ihn schlagen würde. Plötzlich rief sein innerer Samurai und er machte eine Bewegung mit seiner Hand. Zunächst bemerkten wir nichts, bis eine Mitschülerin meinte, dass ich den Boden voll blute. Ich schaute auf meine Hand. Mein Kollege schaute auf meine Hand. Zwei Mitschülerinnen schauten auf meine Hand. 5 Sekunden Stille. Ach, tatsächlich. Die eine Mitschülerin verarztete schneller Hand meine Hand. Daraufhin wartete ich 15 Minuten auf meinem Arm und im Krankenhaus wurde es glücklicherweise zusammengenäht. Aber um meinem Kollegen keinen Ärger einzuhandeln, sagte ich allen, dass es ein Unfall meinerseits war. Max und ich können heute nur darüber lachen. Habe ich recht? Womit? Du weißt schon.